Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bravely Balanced Podcasts mit Chris. Und ich freue mich heute ganz besonders, denn heute werde ich die erste kleine Meditation für dich machen, für dich aufnehmen. Das wird heute so circa 15 Minuten sein und ist ganz speziell wirklich dafür, wenn du einfach vielleicht eine kleine Pause brauchst oder um in den Tag zu starten oder auch um den Tag zu beenden. Und hierfür würde ich dich bitten, erst einmal in einen, wenn es gerade geht, für dich bequemen Sitz zu kommen. Setz dich bequem hin. Das kann auf dem Sofa sein. Es kann aber auch vielleicht gerade im Büro, auf deinem Bürostuhl sein. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, dann versuche die Füße flach auf den Boden abzustellen und versuch dir vorzustellen, dass die Sitzbeinhöcker tief in der Erde verwurzelt sind und tendenziell versuch von innen heraus die Wirbelsäule etwas aufzurichten. Schultern sind nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten. Einfach in einer bequemen Mittelstellung. Die Hände und die Handflächen können nach oben oder unten zeigen. Die können auf deinen Oberschenkeln aufliegen oder auf einer anderen Oberfläche, vielleicht auf dem Tisch, was auch immer sich für dich gerade gut anfühlt. Wenn deine Augen noch nicht geschlossen sind, dann schließe sie jetzt. Versuch, die Augen und die vielen kleinen Muskeln rund um die Augen zu entspannen. Und dann versuch auch, deinen Unterkiefer zu entspannen, so dass Ober- und Unterlippe nur ganz sanft aufeinander liegen. Und auch die Zunge liegt ganz entspannt in der Mundhöhle. Und wenn du jetzt für dich so einen bequemen Sitz gefunden hast, dann bringen wir die Aufmerksamkeit zu unserer Atmung. Wir nehmen erst einmal drei ganz tiefe Atemzüge in unseren unteren Bauch ein und wieder aus, sodass sich beim Einatmen die Bauchdecke richtig schön nach außen wölbt und wieder sinkt beim Ausatmen. Und dann fangen wir mit unserer tiefen Atemmeditation an.
Bei der tiefen Atemmeditation atmen wir tief, langsam, fließend und sanft. Das heißt, wir fangen an und vertiefen unsere Atmung erst einmal nur. Wir atmen so tief, dass sich unsere Lungen vollständig füllen und auch vollständig wieder entleeren. Richtig tief ein und wieder ausatmen. So, dass auch das letzte bisschen an Restluft ausgeatmet wird. Und als nächstes verlangsamen wir unseren Atem zusätzlich. Wir atmen so langsam, dass sich unsere Organfunktionen verlangsamen. Genauso wie unser Herzschlag. Und sich eventuell auch unser Geist und unsere Gedanken etwas verlangsamen. Das heißt, wir atmen jetzt tief und langsam. Und als nächsten Schritt lassen wir unsere Atmung noch etwas fließender werden. Damit meine ich, dass wir unsere Atmung verbinden. Das heißt, wir atmen nur noch ein und aus, ohne Atemunterbrechung dazwischen. Wir lassen unseren Atem eins werden und Yin und Yang sich verbinden. Das heißt, wir atmen tief, langsam und fließend für die nächsten paar Atemzüge. Als nächstes lassen wir unsere Atmung jetzt etwas sanfter noch werden. Das heißt, wir versuchen, ein Gleichgewicht zu finden zwischen einer tiefen und kräftigen Atmung und einer sanften Atmung. Wir versuchen weder zu viel noch zu wenig von einer Sache zu tun.
Versuche, deine eigene goldene Mitte zu finden in diesem aktiven Yang-Atem. Das heißt, wir atmen jetzt tief, langsam, fließend und sanft für die nächsten 2 Minuten. Und wenn du merkst, dass du abdriftest mit deinen Gedanken, dann komm immer wieder zurück zu deiner Atmung. Ohne dich selbst zu bewerten oder zu verurteilen, kommen wir einfach immer wieder zurück. So dass wir tief, langsam, fließend und sanft atmen. Der Geist wird immer wieder versuchen, dich ins Unterbewusstsein zu ziehen. Das ist ganz normal und gehört mit zum Spiel dazu. Und dann gehen wir jetzt über zu einer Yin-Atmung. Das heißt, wir lassen unsere Atmung wieder ganz natürlich fließen. Die Atmung wird wahrscheinlich wieder flacher. Wir werden wieder in Atempausen verfallen. Und vielleicht merkst du, dass je flacher die Atmung ist, desto mehr Konzentration brauchen wir, um im Hier und Jetzt zu bleiben und nicht mit den Gedanken abzudriften. Und versuche jetzt hier eine ganz natürliche Atmung zu beobachten. Und sobald du merkst, dass Gedanken aufkommen, dann nimm sie kurz wahr und komm dann wieder zurück zu deiner Atmung. Beobachte, wie du ein- und wieder ausatmest.
ganz zum Schluss gehen wir jetzt noch über in eine Dankbarkeitsübung. Das heißt, wir bilden im Geist ganz einfache Sätze. Ich bin dankbar für, kein Aber oder Überdenken, sondern den Satz einfach wieder loslassen. Wir können dankbar sein für die alltäglichen Dinge, die wir vielleicht sonst nicht mehr so wirklich wahrnehmen. Dass wir jetzt, wo es draußen Kälte wird, im Haus eine Heizung haben, ein kuscheliges Bett und warmes Wasser. Oder wir können dankbar sein für die ganze Familie, Freunde, Tiere oder Begebenheiten. Es gibt so viel, wofür man dankbar sein kann. Es ist nur wichtig, dass wir uns das auch immer wieder klar machen und versuchen auch immer wieder positive Gedanken mit einzubringen. Und versuche, ob du diese Dankbarkeit im Körper wirklich spüren kannst, wirklich wahrnehmen kannst. Und wenn ja, dann versuch dieses Gefühl der Dankbarkeit sich im ganzen Körper ausbreiten zu lassen. Und dann ganz allmählich beenden wir diese Meditation. Kannst deine Hände und Füße wieder etwas bewegen. Vielleicht möchtest du dich räkeln, strecken, die Augen langsam wieder öffnen und schenke dir gerne selbst ein Lächeln, dass du dir kurz einen Moment Zeit nur für dich genommen hast. Und dann bedanke ich mich hiermit ganz herzlich, dass du heute wieder mit dabei warst. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Ciao.